Der Dürrwald ist riesig. Bestimmt kannst du einen besseren Ort für dein Versteck finden. Er mir mal seine Keule in den Boden. Meinst du etwa, ich habe dich nicht umgesehen? Ich bin vom Iskeien bis hierher durch den Wald gelaufen und ein besseres Versteck als eine Höhle voller Spinnen habe ich bisher nicht gefunden. Er packt seine Keule mit beiden Händen und zieht sie näher zu sich heran. Und du scheinst klug zu sein. Du verstehst sicher, dass ich dich nicht gehen lassen kann, nachdem du mich hier gefunden hast. Dieser Ort ist nicht sicher. Selbst wenn du mich tötest, wird es eine Frage der Zeit sein, bis jemand anderes sie findet. Er malt mit seinen Zähnen und starrt dich mit strengen Augen an, die er von Zorn zusammenkneift. Quark atmet schwer und scheint jederzeit angreifen zu können. Dann schließlich lässt er seine Keule fallen. Genau davor hatte ich Angst. Er seufzt und schnaubt dich mit seinen übrigen Arten an. Die Zeit zum Weiterziehen Zeit gekommen, scheint gekommen, mir gekommen. Wohin wirst du gehen? In Khet Nuwa habe ich eine Festung. Wenn du mir hilfst, sie zu verteidigen, kannst du so lange bleiben, wie du willst. Das ist eine perfekte Hagrim-Antwort. Einen riesigen Oger als Bodyguard in der Festung zu haben. Vor allem, er ist nicht so ein Primitivling, der einfach nur Fleisch fressen macht, sondern wirklich einer, der. Er ist nicht so einer, der hier. Er scheint intelligent zu sein, sagen wir es mal so. Was? Jetzt soll meine Dienste für Unterkunft in einer Festung verkaufen? Das klingt auch nach vielen Schwierigkeiten, aber vielleicht kann ich mit denen klarkommen. Er fängt an, wieder zurück in den Schatten zu schlurfen. Wenn du mich brauchst, dann weißt du, wo du mich finden kannst. Und Dirford werde ich zuerst einen Bogen machen. Ja, wir haben jetzt gerade einen Oger und zwei ältere Bären in unsere Obhut genommen, hä? Genau, ich bot Korak an eine Stelle in meiner Festung an. Diese Idee schien ihn zu interessieren. Ich könnte ihn wahrlich wahrscheinlich anwerben, wenn ich wirklich wollte. Ja. Gut, wir zwei Bürger ein Missverständnis gehabt haben, aber für alle anderen, die hier hereinlaufen sollen, kann ich nichts garantieren. Okay. Festung. Korak. Oh. Minus 6 Prestige. Plus 6 Sicherheit, nicht so wirklich. Nee. M-m. Vor allem, weil er 50 KP pro Tag will. Naja, gut, das war Hagrims Entscheidung. Ich glaube, Breno hier würde sich nicht so leicht davon überzeugen lassen, einen Ogre in seiner Festung aufzunehmen. Auch wenn der jetzt hat mit sich reden lassen, sind Ogre nicht gerade die nettesten Gesellen. Aber ich wollte einfach nicht gegen den kämpfen. Vor allem, weil Breno hier sein Wort mehr in Ehren halten würde. Das Versprechen den Bauern gegenüber. Moment mal, gibt es eigentlich einen südlichen Weg? Ja, wohin geht's nach Süden? Nirgends. Norden hatten wir ja schon. Einen Weg nach Westen scheint es nicht zu geben. Hier sind überall Klippen. Da gibt es bloß noch den Weg hier hoch. Oh, das hier sieht nicht gut aus. Das sind zwei tote Würms. Ach, das ist das Würmnest. Take him down. Leave it to me. Okay. Und den letzten Lindwurm. Sehr schön. Das war die Lindwurm. Das war das Lindwurmnest, hä? So, Lindwurmflügel.
Zwölf und Zeug. Ah. Nee, da oben muss das Nest sein. Das waren nur ein paar Lindwurm-Babys, okay. Weil hier sind keine Eier. Das sieht zwar aus wie Nester, aber die scheinen wohl alle geschlüpft zu sein schon. Ja doch, das sind wahrscheinlich Eierschalen. Keep an eye on. Ja. Oh oh. Take him down. Noch mehr Lindwürmer. Let's go. Hey. Ich kann ruhig angreifen. So ist das nicht. Und der letzte. Take him down. Okay. Bei der Gruppe, die ich da gerade gesehen habe, habe ich schon mal wieder ein ungutes Gefühl. Okay, hier sind nur Berge. Hier ist. War da ein Waldlaurer? Ja, Waldlaurer. Oh, Waldlaurer und andere Gegner. Hm. Und du hast noch nicht genug für deinen Puppenspieler. Die brauchen. Obwohl, doch. Puppenspieler kostet ja nur so viel Fokus. So. Und der Ton klingt gerade ein bisschen komisch bei mir, muss ich sagen. Oh, Palegina, Palegina. Oh, das ist aber ganz was Neues. Er hat gesagt, komm Palegina, halte durch. Die sind irgendwie zu stark für uns. Vor allem glaube ich nicht, dass wir da in dem engen Ding kämpfen sollten. Also ja, sagen wir es anders, wir sind so angeschlagen. Vielleicht sollte ich einfach hier irgendwo rasten. Wir haben ja immer noch zwei Rast-Dinger. Aber zuerst mal will ich mal gucken, was die da oben zu sagen haben, die Gruppe hier. Ein Mann, der Blut von seinem Panzerstecher wischt, dreht sich zu dir herum. Seine zusammengezogenen Augenbrauen verraten einen Moment der Verwirrung, als er dich aber betrachtet, schleicht sich ihm langsam ein selbstsicheres Grinsen ins Gesicht. Das Brandeisen trifft so weit von der Straße weg nicht oft auf Reisende. Was hätten sie hier schon zu suchen? Ein Elf neigt dem anderen den Kopf zu. Ist wahrscheinlich hinter dem Drachenei her, Boss, genau wie wir. Ein Zwerg flucht und spuckt ins Gras. Das war eine rhetorische Frage, du Vollidiot. Er nimmt sein Schwert noch fest in die Hand. Jeder Mann weiß, dass die Straßen zwischen den Dörfern vor Bekannten nur so wimmeln. Sie sind ganz offensichtlich Banditen, genau wie wir. Mal sehen. Warum sollte denn jemand ein Drachenei haben wollen? Gut, dass wir einen Riesen eigentlich hinter dir haben. Nichts regt meinen Appetit mehr an, als Leichen zu fledern. Wir können uns die Beute doch bestimmt irgendwie teilen. Mach, was du willst. Ich werde einfach wieder zurück zur Straße gehen. Warum sollte denn jemand ein Drachenei haben wollen? Er lacht, um es zu verkaufen natürlich. Wenn ich was essen wollte, hätte ich mir auch ein paar Schweine von diesem Bauernhof in Dürfurt geschnappt. Was weißt du denn über Drachenei? Er zuckt mit den Achseln. Sie sind groß. Sie sind rund, groß und kommen von Drachen und Jungdrachen. Was gibt es sonst noch über sie zu wissen? Reichlich, und das ist auch der Grund, warum du dich von ihren Nestern fernhalten solltest.
Danke für die Warnung, aber ich glaube, das Risiko werde ich eingehen. Wir können uns die Beute doch bestimmt irgendwie teilen. Eine hervorragende Idee. Leg deine Kupferstücke und deine Ausrüstung einfach auf einen Haufen vor dich hin. Dann teilen wir es gerecht unter uns auf. Chef, ich glaube, sie werden sich nicht darauf einlassen. Er zuckt mit den Achseln und hebt eine Klinge hoch. Ein Versuch war es wert. Okay. Stürmen. Ihr alle auf. Geh da, genau. Dann ist er tot. Du. Puppenspieler auf den Fernkämpfer. Und ihr alle auf den da. Sehr schön, wir haben einen übernommen. Der hilft uns ein bisschen. Hey, so schwierig sind die Jungs gar nicht. Palegina, wo stehst du? Du stehst da. Hau mal auf den da drauf. Der Rest kann alles mal auf den Fernkämpfer ballern. Oh, du solltest ihn mal heilen. Das war in letzter Sekunde, auch wenn du schon rot bist. Du machst mal Entzündung auf die. Ja, Palegina ist schwer verletzt, das weiß ich. Wer hat da gerade so böse gelacht? Tagebuch aktualisiert. Ah, Nestai. Ich wusste, einige Banditen bekämpfen, die es wohl auch auf das Ei abgesehen hatten. Wow, sehr viele schöne Sachen. Ein außergewöhnlicher Panzerbrecher, guter Zweihänder, guter Armbrust, Helm mit Hirschgeweih. Oh. Edda, hier ein Helm mit Hirschgeweih für dich. Eier. Wer hat das jetzt alles? Ach, das hat jetzt Edda alles genommen. Das wollte ich nicht. Tag des Geisterschildes. Kannst du mal haben. Kannst du gut gebrauchen. Und das ist was zu essen. Ein Ei. Durins trägt bereits was Magisches. Du trägst doch gar nichts. Jo, sieht passend aus. Arme Sagani. Okay. Ich hoffe, Palegina steht das noch durch. Wieder verklickt. Ein eisengebundenes Zauberbuch. Oh, da kann Alof mal bei Gelegenheit reingucken. Ja. Und du noch. So. Die Felswand ist verrußt und wie Kerzenwachs geschmolzen. Hoch oben ist eine kleine Felsnase, auf der sich ein grobes Nest zu befinden scheint. Die Felswand wird dich leicht zu erklettern sein. Einen Enthaken hochwerfen. Du wirfst den Enthaken über den Felsvorsprung und hältst das da befestigte Seil mit einer Hand. Der Haken landet mit einem zufriedenstellend klingenden Geräusch und du sicherst das Seil mit einem kräftigen Ruck. Seil hochklettern. Du siehst den Felsmaß nochmal genauer an. Kannst umgewöhnlich eventuell Platz für eine Person. Edda hochschicken. Mit Hilfe des Seils lässt sich die Felswand schneller klettern. Edda klettert mit Leichtigkeit zum Nest in der Felswand. Das Nest ist von glühender Asche umgeben und überall sind Zweige und Knochen verstreut. Mitten in der Trümmer liegt ein Ei von der Größe eines kleinen Fasses. Es sieht schwer und unhandlich aus. Das Ei mit einem Seil sichern und die Felswand hinunterlassen. Edda schlingt ein Seil um das Ei. Edda lässt das Seil langsam gleichmäßigen Bewegung hinunter. Nachdem es den Boden erreicht und sich auf die Erde gelegt hat, klettert Edda sicher die Felswand herunter. Sehr schön. Ja.
Okay.